aber hab kein Geld mehr, weil keiner meine Videos schaut. Heul. Was geht, liebe Waffelbande? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Es kamen die letzten Tage keine Videos. Ihr wisst es gerade, es ist Umzugsstress. Dezember wird hart gehasselt, aber auch nur ein Video am Tag, weil... Ehrenmann. Dementsprechend, Leute, gibt's heute mal was Verrücktes. Ich war gestern mit Klugi und Sedo essen und Sedo macht ja ganz viel Instagram-Zeug und deswegen dachte ich mir, ich gehe heute auch mal meine Instagram-Nachrichten durch und kann deswegen auch nochmal für euch sagen, könnt ihr mir auf Instagram folgen? Ich habe auch eine Brille an. Damit ihr mir auf Instagram folgt. Auf jeden Fall habe ich da meine Nachrichtenfunktion nicht aktiviert. Ihr habt so Anfragen, weil Leute schreiben mir trotzdem und ich habe noch nie da reingeguckt. Und deswegen dachte ich mir, ich gucke mal heute mir eure Instagram-Nachrichten an. Wenn ich sowas nochmal machen soll, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auf Instagram oder so. Ich gucke, wie gesagt, nie rein. Ich würde einfach mal losmachen. Andrejec Antic hat mir einfach ja das geschrieben. Ich bin gerade mega verwirrt. Mal machen wir jetzt Hellas. Er ist verdammt schalt da usse. Das ist kein Überfall. Video ist nicht mehr verfügbar. Also der Dude hat mir einfach das hier geschickt. Oh shit, oh mein Gott! Lass uns was machen! War der Schweizer? Ich glaube, der war Schweizer, ne? Sind das Gruppen? Was ist das? Also, Gruppenchat. Ich kann sogar zurückscrollen, Mann. Ich sehe so alles Private. Warum ladet ihr mich in so Gruppenchats ein? Ich kenne euch. Wer ist da drin? Julian Bam. Mike Singer. Was zur Hölle? Aha, mein Leben war eine Lüge. Was ist bitte AT? Smileys. Also Bibel-AT. Das sind solche Videos, die einem Eltern schicken, so ein Ding. Was ist das hier? So, schreibt einfach nur erstmal ein Herz. Grüße gehen raus an Sonnam. Nix geht. Warum schreibst du mir um fast 3 Uhr morgens? Was geht? Geh mal schlafen. Gurkenskill YouTube. Schreibt einfach nur Hi, ich finde es super. Höre gerade euren Podcast mit der 24 Liter Milch Aktion. Da ich selber bei Flaschenpost arbeite und den Lieferservice erkannt habe als Tipp, du kannst beim nächsten Mal einfach die Zweierpalette beim Fahrer stornieren. Das kann jeder von uns. Ah, Kevin aus Düsseldorf. Dankeschön, Kevin, der auch bei Flaschenpost arbeitet. Hört unseren Podcast, wenn ihr es nicht checkt. Wir haben 24 Liter Milch bei Easy versteckt. Ich erkläre euch das alles im Podcast. Link zum Podcast ist in der Beschreibung. Oh mein Gott, always plug, thanks. Die hat mich in ihrer Story erwähnt. Wer bist du? Lisa Faux. Butterkeks, abonniert mich. Nein! Warum schickst du mir das Kazoo-Kind, Mann? Es ist einfach... Diese ganzen Nachrichten machen einfach gar keinen Sinn. Trampolin Girl. Die erwähnt mich in ihrer Story. Was ist das? Okay, was macht die? Kannst du auch andere Räume mal zeigen? Würde gerne sehen, wie alles hinterlassen wurde. Ach so, im UFO. Das war von gestern. Das habe ich gestern gemacht. Ich habe eigentlich nur das Büro gezeigt, weil Revi hat sich einfach verpisst. Die anderen Räume sehen immer noch so aus wie in anderen Videos. Einfach nur Memes. Warum ist Instagram so memig? Guckt euch das mal an. Da sind nur Instagram-Memes. So, mit Fortnite-Memes und so. Hier, The Chiller Trap Works on Shopping. Das sind so eine richtige Infogruppen. What the fuck? Ich verstehe gar nichts mehr. Hallo Sturmwaffel, meine beste Freundin hat Dienstag Geburtstag. Ich würde sie gerne überraschen mit einem Geburtstagsvideo oder einer Geburtstagsnachricht von dir. Aber auch nur, wenn das möglich ist. Oh, das ist sehr nett. Sie schaut immer die Videos und feiert dich sehr. Ich weiß, du hast viele solcher Nachrichten bekommst, aber würde mich freuen. Leute, ich habe meine Nachrichten nicht öffentlich. Also ihr könnt da Nachrichten schicken, aber die sind halt immer in diesen Anfragen-Dingern drin. Ihr seht, hier ist nicht so viel los, weil ich auch nicht so viel poste. Aber ich mach's es so, Tani. Tani, erstmal... Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ist schon 3 Tage her, da hatte die schon Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Das ist jetzt eine große Ausnahme, die ich mache. Ich weiß ja nicht mal, wie die heißt. Aber, Leute, wenn man jedem einzelne Geburtstagswünsche macht, dann fühle ich mich wie ein Elefant. Und ich bin ein Elefant. Türö an euch. Nils. Dieses Bild ist voll... Was? Ist verschwommen, um nicht ungewollt vor... Was ist das? Was ist das? Oh, der ist so süß, oder was sagst du? Tippe darauf, um die Vorschau anzuzeigen. Oh, oh. Oh, oh, ist das ein Hund? Ah! Okay, nee, alles gut. Alles gut. Machst du bald neuen Merch? Hashtag Waffelmann ist eine gute Frage, Lisa. Weiß ich nicht. Also, hier sind einfach nur so übelste Scam-Links. Schöne Grüße. Können wir mal Fortnite eine Runde machen irgendwann? Schöne Grüße an Palle von Tobias. Tobias.
Warum schreibst du mir vor 4 Tagen, dass ich Paluten... Ich habe mit Palle, glaube ich, seit der Gamescom nicht mehr geredet und der wohnt in München. Wir wohnen über 1000 Kilometer voneinander entfernt. Wir machen das jetzt noch aktueller. Ich werde jetzt eine Story in der Story machen und sage, dass die Leute mir was schreiben sollen. Okay. Gut, ich bin voll bereit. Hallo. Ich mache gerade ein Video, in dem ich eure Instagram-Nachrichten lese. Anscheinend könnt ihr mir hier irgendwelche Instagram-Nachrichten schreiben. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, macht das bitte jetzt. Ich lese mir jetzt die Nachrichten durch. Danke. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das ansatzweise eine gute Idee war. Ich weiß auch nicht, warum ich eine Brille aufhabe. Ich fühle mich damit immer noch sehr merkwürdig. Ich werde das jetzt posten in meine Story. Und dann werde ich mir jetzt gleich in einer Minute mal reinziehen, was da reinkommt an Zeugs. Kilian hat geantwortet. Vater, dein Bein ist verdreht. Raff ich nicht. War das gut, die Sesam-Yeezys nicht zu kaufen? Ich mache jetzt Modeberatung. Weil war in der Warteschlange, aber hab kein Geld mehr, weil keiner meine Videos schaut. Heul. Wie so ein 2006er. Yeezy Hype ist vorbei. OMG. Du hast geantwortet. Bin mega Fan. Können wir Selfie? Wann heiraten wir endlich? Ich warte immer noch auf... Was? Immer noch... Was? Ich warte immer noch in der Kirche? Sag vielleicht nicht zu allem, ja? Sturm ist eine Waffel. Ach du Heiliger, ich will es gar nicht aufmachen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Sturmi, bin ich im Video und darf ich gegrüßt werden? Nein, Armin! Nein! Kilian hat ein Video gesendet. Oh mein Gott. Der kriegt jetzt ein Herz und dann kriegt er ein GIF. Das Erstbeste. Raw. Einfach nur roh. Sturmi, du bist der geilste Mann. Geil! Ja! Mach bitte wieder Goat Simulator oder einen anderen Simulator. Da ist jemand lange dabei. Goat Simulator Video schon 2 Jahre her, aber Flo ist immer noch am Start. So, kannst du noch mal mit Paluten ein FIFA-Video machen? Der wohnt in München! Ich sehe nix. Lieblings-YouTuber mit dem wohl süßesten Hund. Ah, oh, Emsche. Schreibst du zurück oder eher nicht? Und ich wollte fragen, ob es nicht nervig ist, dass du die ganze Zeit Nachrichten bekommst. Wie du siehst, passiert hier ein bisschen was. Ich bin seit Varo 2 bei dir und ich warte täglich an deine Videos. Das sind Leute, die meine Videos gucken. Sie sind der Ausgleich zum Alltag für mich. Oh, schön. Ich kann abschalten und einfach mal lachen. Das Einzige, was mir Angst macht, ist Artikel 13. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, dass wir YouTube verlieren. Mach weiter so, Waffelbande. Finde ich gut. Dankeschön, Unicorn. Das war ein aufbauender Text. Ich bin irgendwie gerade voll zittrig. Ich habe wieder nur gefrühstückt. Ich mache das seit 3 Tagen, weil so viel los ist, dass ich mir denke, ich muss Sachen machen, aber ich kriege das nicht hin und deswegen habe ich aufgehört zu essen. Und ich glaube, das ist gut für mein Gewicht, aber nicht gut für mich, weil ich bin gerade so zittrig. Ich merke das gerade selber im Video. Ich habe nämlich lange nicht so viel gesprochen wie in dem Video jetzt heute. Ich hoffe, dass es mit deinem YouTube-Kanal bergauf geht und du wieder so fame wirst wie früher. Rein in die Wunde. Ist doch egal, oder? Also, sagen wir mal, die 2 Videos, die ich am Tag gemacht habe, mit 20.000 bis 30.000 Klicks auf 2 Videos sind 60.000 Klicks am Tag auf die Videos und auf andere kommen auch noch ein bisschen was dazu. Damit habe ich dann unterm Strich, so, wenn 1, 2 Videos richtig abgegangen sind, an die 7 bis 8 Millionen Klicks gemacht im Monat. Leute, das ist alles übel entspannt und es geht nur darum, dass die Leute, die es gucken, das genießen. Und nicht, keine Ahnung, übelste Eskalation. Und es wird auch wieder geil, weil bald kommt mein neuer Space und dann ist komplette Eskalation angesagt. Hast du was geraucht oder warum bist du so verwirrt? Tobi ist für mich ein typischer Instagram-Nutzer, der einfach nur ein BMW-Bild hat. Und diese BMW-Leute sind meistens sehr cool. Von daher, Tobi, ganz klar. Alkohol? Dein Humor ist genau auf meiner Waffelhöhe. Oh Mann, ich kann nicht lesen. Lukas, ey, warum seid ihr denn alle so nett? Ich dachte, jetzt kommt mal so eine, meine Beleidigung und ich kann so kontern, dass jemand sagt, YouTube ist kein Job und dann sage ich, natürlich. Mega mäßig fett. Hey Sturm, ich sitze gerade auf einem Gymnastikball und chill mein Leben, kenne dich schon echt lange und feiere deine Videos und deine Ahnung. I don't know, diese Ahnung, darauf ist so ein Humor eingezeigt. Wow. Die erste, die Ilja richtig schreibt, aber weiß nicht, ob es richtig ist. Ist aber richtig geschrieben. Ich finde echt cool, ein bisschen, dass du wieder Minecraft zockst, ein bisschen Stimmung-Feeling von früher. Okay, cool. Ich habe lange kein Minecraft gespielt, weil ich war nicht da. Alter, warum seid ihr denn alle so nett? Das ist ja zum Kotzen. Alter. Magst du auch Bäume? Cosplay-Edits, Merch-Bilder. Guck mal, und da kann ich einfach mal sagen, ich hasse Bäume. Ich bin Buschmensch. Wieso kommen eigentlich keine Fortnite-Videos mehr? Christian, gute Frage. Beantworte ich dir natürlich sehr gerne, weil ich momentan einfach keine Zeit habe. Es kamen auch die letzten 2 Tage einfach keine Videos mehr. Ich bin mir sicher, dass ich das irgendwie mal wieder zurückbringen kann in irgendeiner Form, aber...
ich schaff's gerade einfach nicht. Das ist jetzt auch nicht das krasseste Video ever, ich gebe es ehrlich zu so. Aber ich finde es halt funny und es ist mal was komplett anderes wieder. Ich muss jetzt nochmal nach Berlin, aber ich nehme die Kamera mit nach Berlin. Das heißt, ich mache auf jeden Fall was mit Vanessa und Kelly. Vielleicht einen Vlog und ein Waffelvideo und dann immer so einen Tag Pause zwischendrin, weil momentan packe ich das einfach nicht so ganz und Kopf abschneiden. Hier ist jetzt gerade so ein bisschen, keine Ahnung, es ist halt freaking leer hier, ne? Ihr müsst euch das vorstellen, hier ist so übelste Geisterstimmung. Hier ist alles so am Arsch und überall liegen Sachen rum und so. Ich finde es richtig unangenehm, hier zu sein gerade. Ich freue mich so, weil das vorbei ist. Also wirklich ehrlich, so, es ist ein bisschen traurig, aber ich freue mich wirklich viel mehr. Und ja, also das ist irgendwie so das Ding. Ich mache mal hier das Gerät jetzt zack aus. Ich kann euch nämlich direkt zeigen, was ich meine. Dann gehen wir nämlich noch rum. Wir machen so einen halben Vlog da draus. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was dieses Video ist, aber warum nicht mal ein bisschen experimentell sein? Also bei Palle ist alles schon ausgeräumt. Hier ist einfach nur diese Wand. Die hat, glaube ich, Rili zu Ende gestrichen. Warum auch immer. Das hier ist noch da. Ja, das, wie gesagt, aber das kann man alles streichen. Hier ist noch der allererste Uro-Prank oben oder der allererste Streich. Izzy arbeitet ja hier immer noch. Das heißt, bei dem sieht aus wie immer. Geil. Hier ist so Umzugskartons einfach noch, die da stehen. Unser Tisch ist halt noch hier. Ich glaube, Couch nimmt Izzy mit. Der Merch ist noch hier von allen. Da stehen noch Sachen. Softboxen, ich glaube, die sind sogar von Palle. Keine Ahnung, da ist meine Trompete. Ja, weil wenn man sich Sachen ausleiht, dann kann man die natürlich wieder zurückgeben. Ihr kennt das. Hier ist noch irgendein Loch. Was höchstwahrscheinlich nochmal witzig wird, wenn wir das Ganze übergeben müssen, weil das eigentlich... Hier ist ein Stahlträger. Hier ist Rehgips. Das heißt aber, ich weiß nicht, ob man einfach so Rehgips so an solchen Dingern fixen kann, aber bestimmt, ne? Ist auf jeden Fall hier, ihr seht, ein Schuhtritt. Ja. Hier haben wir noch irgendwelche Sachen. Ja, bei Revi sieht halt aus wie Bestes Leben. Ihr habt ja schon in meiner Story gesehen. Das ist halt Revis Auszug. So zieht man aus. Bestes Leben. Aber der macht halt auch noch alles fertig. Wenn man safe will, einfach mir Bescheid sagen. Im Zweifelsfall kennt ihr das ja noch, ne? Ganz klar. Wenn noch 1 Million Playbutton haben möchte. Start. Und auch wenn Felix das nicht so gerne hat, wenn man hier reinfilmt, einmal rüberfilmen kann man ja noch. Hier ist auch einfach so, das ist der Zustand, der noch hier ist und am Start ist. Ja. Und für mich ist das Ding bald auch durch. Bei mir wird es auch so ein bisschen, glaube ich, wie bei Revi aussehen. Also jetzt mit den Sachen auf dem Boden weiß ich wirklich nicht, was hier passiert ist, muss ich sagen. Es ist halt eine Tastatur. Hier liegen überall Sachen von der Tastatur. Zum Beispiel meine Couch. So nett das auch alles ist, aber ich nehme die halt nicht mit. Ich glaube, man kann die nicht mal auseinanderbauen. Das heißt, da muss man echt einen großen Lieferwagen haben und das irgendwie durchs Treppenhaus tragen und da wird das brechen. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Im Zweifelsfall den Tisch könnte ich noch anbieten. Ich weiß nicht, wer sowas möchte, aber keine Ahnung. Und ein paar Sachen kommen noch weg. Ihr seht das alles. Ich habe viel mehr Platz in meinem neuen Space. Wie das aussieht, wie das Ganze heißt, wie das alles wird, zeige ich euch natürlich dann auch separat im Dezember. Anfang Dezember geht's los, nicht direkt am 1. Und dann will ich mich kurz einzetteln und dann halt ein bisschen videotechnisch Vollgas geben. Leute, und ich würde sagen, bis dato war es das jetzt mal von mir. Das war ein kleines Update, weil so lange nichts kam. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.